Wein ist nicht nur ein Genussmittel, sondern auch ein Rauschmittel und ein gelegentlicher Weinrausch, was ganz Wunderbares. Vor allem, wenn man ihn stilvoll in einer Weinbar herbeiführt, weswegen wir in unserem Adventskalender ein neues Türchen öffnen unter dem Motto Advent, Advent, die Lampe brennt, sind wir heute in der Weinkehr Weinbar in Friedrichshain. Mareike. Hallo Felix, willkommen. Danke, dass ich da sein darf. Gerne. Ich kriege auch was zu trinken, ne? Schaffen wir. Schau mal. Gläschen? Ja. Und dann habe ich dir was Schönes vorbereitet. Vom Weingut George. Jawohl. Erstes Gewächs vom Bischofsberg. Jawohl. Und ich glaube, damit macht es Spaß. Das stimmt. Erste Gewächse sind ganz wunderbar, weil sie nicht so schwer sind wie die großen. Während ich diesen Wein jetzt probiere, würde ich sagen, das ist deine Kamera. Erklär doch mal, was es mit der Weinkehr Weinbar auf sich hat, wo ihr seid, Öffnungszeiten und Konzept vielleicht. Okay, die Weinkehr ist, wie Felix gerade schon sagte, in der Simplonstraße 23 in Friedrichshain, genau hinterm Boxhagener Platz, schön gelegen. Und was machen wir hier? Wir trinken jede Menge Rheingauer Weine. Warum Rheingau? Der Mitgründer, der Carsten, der kommt aus dem Rheingau, ist in den Winzerkellern groß geworden und jetzt wurde es Zeit, dass wir den Rheingauer Wein nach Berlin holen. Wir sind geöffnet jetzt in den Wintermonaten von Montag bis Samstag, jeweils um 18 Uhr. Schließungszeiten gibt es keine Festes, immer abhängig davon, wie lange die Gäste halt bleiben. Okay, also ihr habt euch auf den Rheingau spezialisiert. Der Rheingau ist die Heimat, ich würde mal sagen, vor allem rassiger Rieslinge und auch bei den Rotweinen häufig rassiger Weine. Was macht ihr denn mit Leuten, die hier jetzt reinkommen und sagen, ich hätte gern Sonne im Glas, ich hätte gern irgendwas ganz vollmundiges Rotes? So ein Brummer, genau. Das ist ganz lustig, dass du fragst, weil das tatsächlich wirklich passiert. Ja. Leute kommen rein und kriegen die Karte und dann sagen sie wie, ihr habt keinen Italiener oder einen Spanier, sowas Schweres. Schön Primitivo oder genau, so. Genau, richtig. Und dann machen wir uns auch wirklich einen Spaß draus und nehmen die Leute einfach mal mit. Mhm. Schütten mal ein bisschen was ins Glas, das und probieren einfach mal und verraten auch noch gar nicht, was drin ist. Und dann kommt ganz oft, das ist ein deutscher Rotwein, die können halt viel rausholen. Mhm. Und ob es jetzt zum Beispiel ein Spätburgunder ist oder auch ein deutscher Merlot, du kannst die auch traumhaft ausbauen. Und wenn du die ins Barrique setzt oder ein bisschen länger gären, das ist ja ein Traum, was du da wirklich halt ermöglichen kannst. Mhm. Und da können wir die Leute gut abholen, einfach halt mit diesem mal was einschütten und mal probieren, um halt auch den richtigen Geschmack treffen zu können. Und wie sieht es mit Essen aus bei euch? Verhungern tust du bei uns nicht. Okay. Wir haben schöne Winzerhappen oder Vesperplatten, schön auf der Schieferplatte präsentiert. Mhm. Reicht dann von, wenn du ein bisschen was Kleines hast, ein bisschen Käsewürfel, Gouda oder ein schöner alter Bergkäse zum Rotwein dann wieder eher. Mhm. Oder auch was Schönes Gemischtes. Das sind so, bitte. sind so schöne Schiefermixe. Da hast du dann von allen so ein bisschen was dabei. Okay, und ihr habt eine Kooperation mit einem Restaurant um die Ecke? Ja, genau, richtig. Wenn es dann doch mal ein bisschen mehr Platz im Magen ist, was wir füllen wollen, arbeiten wir mit dem Schneeweiß zusammen. Das ist ein Alpin-Restaurant gegenüber auf der anderen Straßenseite. Und die machen ganz, ganz tolles Essen. Und da dachten wir, wir machen guten Wein, die machen gutes Essen. Das sollte man noch kombinieren. Wunderbar. Okay, Kosten müssen wir noch fragen. Was kostet der günstigste Shoppen bei euch? Wir fangen günstig an mit einem schönen Zechwein, heißt der auch bei uns, für 2,90. Gehen dann ein bisschen höher zu den großen Gewächsen, da sind wir dann mit dem Glas so um die 14 Euro. Okay, 0,1. Genau. Okay. Wenn die Lampe angezündet werden muss und das Geld ist ein bisschen knapp, findet man auch was. Sehr gut. Wie viele Positionen habt ihr auf der Karte? Es sind doch einige. Wir haben jetzt in der Zahl über 10 Winzer mit jeweils 4 bis 5 Beinen draufstehen. Dann können wir es jetzt hochradieren. Und dann haben wir immer noch mal so ein paar Besonderheiten, die wir dazu holen. Das heißt, es kommt auch mal ein schöner aus Baden mit dazu oder aus der Pfalz, lassen wir jemanden rein. Das sind dann unsere Specials, sage ich mal. Das heißt, ihr lockert immer mal auf. Ab und zu gibt es auch mal was nicht. Genau. Also euer Basissortiment ist Rheingau und ansonsten reist ihr ein bisschen durch die Republik und die Welt. Genau, richtig. Aber durch die Republik Deutschland. Durch die Republik Deutschland. Achso, genau. Okay. Also Primitivo wird es hier nicht geben. Vielleicht, wenn wir mal ein gutes Special haben. Okay, dann danke ich dir ganz herzlich. Gerne. Hast du mir gar nicht gesagt, wie der Wein geschmeckt hat? Das ist eine gute Frage. Das ist ein sehr leckerer Wein.